Und da bin ich wieder zurück. Wir haben ja jetzt, wenn wir uns mal den Kampflog anschauen, 100% Siege, noch keine einzige Niederlage und so soll es weitergehen. Dazu werden wir jetzt erstmal noch ein paar Mauern bauen. Übrigens nochmal ein Tipp von mir, gradet die Mauern nicht ab. Am Anfang lohnt sich das gar nicht. Die haben kaum... Die bekommen kaum mehr. Defense dazu. So, jetzt haben wir natürlich eine ganze Menge Mauer. Jetzt müssen wir erstmal hier ein bisschen was freiräumen. Das heißt abbauen an Ressourcen, damit wir uns eine neue Base bauen können. Mit so vielen Mauerstücken. Ja, wenn ihr wenig Ressourcen habt, achtet darauf, dass ihr nur die Sachen abbaut, die sehr preiswert sind. Also das preiswerteste sind hier die Pilze, die kosten nur 100 Elixier. Dann kommt als nächstes hier diese kleinen Steine, die kosten 500 Gold. Und danach kommen diese Baumstümpfe mit 500 Elixier. Ah, die Stämme sind auch nicht so teuer. Ja, das ist jetzt ein bisschen langweilig, aber wir müssen. Sonst können wir die Base nicht weiter ausbauen. Müssen die Sachen abbauen. Na, dann gehen wir mal in Bearbeitungsmodus. Da können wir nämlich auch weiter abbauen und machen erstmal alles löschen. So, und wenn wir mal so weit wie möglich am Rand die Mauer hinsetzen. So, und weiter abbauen. Wir bauen uns einfach erstmal einen großen Kasten und da setzen wir dann die Gebäude rein. Das Rathaus in die Mitte. Ja, dann setzen wir auch relativ mittig den Bogiturm auf hohe Reichweite. Dann die beiden Kanonen an Rand. Und die Doppelkanone hier an die Seite. So, da müssen wir den Rest natürlich zumachen mit Gebäuden. Okay, dann machen wir hier. Passt ja nirgendwo anders rein. Das Labor. Hier oben. Kaserne und unten, nee, das machen wir anders. Wir machen rein die Armeelager, die haben am wenigsten Trefferpunkte. Und nach außen, jetzt machen wir erstmal verschieben. Setzen wir vor die Kanonen. Die beiden Elixiersachen. Ja, und das war's. Erstmal abgespeichert. So, dann bis zum nächsten Video. Ciao.